Es ist ein heißes Thema. Im Biotechnologiepark Luckenwalde steht die geplante Verwaltungsstrukturreform zur Diskussion. Innenminister Karl-Heinz Schröter und Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski präsentieren den Entwurf und stellen sich dem öffentlichen Dialog. Wir sind am Beginn einer Diskussion und noch lange nicht an ihrem Ende. Und wenn wir in etwa einem Dreivierteljahr dann einen anderen Entwurf des Leitbildes im Landtag zur Verabschiedung haben, werden viele Argumente, nicht nur von heute, sondern auch von anderen Veranstaltungen, diesen Leitbildentwurf verändert haben. Das ist etwas, das gab es in anderen Bundesländern noch nicht. Das Publikum ist in Luckenwalde besonders diskutierfreudig. Die Eckpunkte der Reform scheinen allerdings festzustehen. Von den 14 Brandenburger Kreisen sollen maximal 10 übrig bleiben. Alle, die laut Prognosen im Jahr 2030 weniger als 175.000 Einwohner haben, werden zusammengelegt. Auch Teltow-Fleming soll ab 2019 kein eigenständiger Landkreis mehr sein. Landrätin Cornelia Wählern kann sich nicht vorstellen, dass die Großkreise funktionieren. Zudem glaubt sie nach diesem Abend nicht mehr an eine Diskussion. Es ist deutlich vermittelt worden, die Reform wird kommen. Damit verbunden die Frage der Großkreise. Und das ist schon ernüchternd, weil wir natürlich schon meinen, dass zuallererst Fragen beantwortet werden müssen, die die Reform vom Kopf auf die Füße stellen. Also erst muss die Aufgabe klar sein und dann macht man die Struktur. Ein weiterer Kritikpunkt der Landrätin: Dem Entwurf sollen falsche Demografiezahlen zugrunde liegen. Das Land Brandenburg geht von einer Prognose aus, die 2010 erstellt wurde. Und danach würde der Landkreis 25.000 Einwohner verlieren. Die aktuelle Prognose, die spricht davon, dass Teltow-Fleming Einwohnerzuwächse bis 2030 vollziehen wird. Und die ganze aktuelle Frage der Demografieentwicklung in Bezug auf die Flüchtlingsthematik ist noch gar nicht einbezogen. Innenminister Schröter verspricht, einzelne Kritikpunkte zu prüfen. Zudem soll es neue demografische Erhebungen geben. Dennoch ist er auch nach der Veranstaltung überzeugt von dem Entwurf. Mehr Effizienz bedeutet nicht unbedingt weniger Bürgernähe. Wir wollen ja ganz ausdrücklich Aufgaben des Landes in die Landkreise geben, also bürgernäher organisieren. Und wir wollen auch Landkreisaufgaben auf die Kreisangehörigen, Städte und Gemeinden verlegen, auch wieder mehr Bürgernähe. Die Anwesenden lassen sich davon nicht überzeugen. Sie sind von der Veranstaltung größtenteils enttäuscht. Ich bin ja abgewürgt worden und der ganze Umgang mit den Kommunen zeigt mir also, dass das keine ernst gemeinte Veranstaltung ist, sondern hier soll uns einfach was aufgedrückt werden, was wir dann nachher wieder zu schlucken haben. Solange wie Brandenburg als Einheitsbrei betrachtet wird, wird diese Reform scheitern, weil das haben wir in Brandenburg nicht. Wir haben starke Räume um Berlin herum, aber wir haben halt auch den ländlichen Raum und der wird mehr und mehr vernachlässigt. Wenn ich jetzt höre, dass die Entschuldung letztlich aus dem gemeinsamen Fonds finanziert wird, kommt ja letztlich bei jeder Kommune, auch bei der Stadt Luckenwalde, weniger Geld an. Im Wesentlichen ist es so, dass man mit den kleinen Gemeinden und so weiter und fort zu wenig gesprochen hat im Vorab. Es gibt immer noch die Volksgesetzgebung und wenn die breite Masse der Bürgerinnen und Bürger das nicht will, dann hat sie die Chance, sich in absehbarer Zeit einer Volksinitiative anzuschließen und dann fegen wir das schlicht und einfach hinweg.